So, nochmal einen schönen guten Abend an alle. Wir haben ja im Oktober jetzt das Thema Vergebung. Und als erstes finde ich es immer ganz schön, nochmal die Tageslektion vorzulesen und zu gucken, was dazu gesagt werden soll. Und dann habe ich mir ein Thema für die Vergebung rausgesucht. Heute haben wir ja Lektion 284. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Verlust ist nicht Verlust, wenn er richtig wahrgenommen wird. Schmerz ist unmöglich. Es gibt kein Gram mit irgendeiner Ursache. Und Leiden jeder Art ist nichts als ein Traum. Das auch wieder so erleichtern, ne, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Also alle Gedanken, die in meinem Geist sind, die mich verletzen oder die ich vielleicht denke, die andere verletzen, alles kann ich beschließen zu verändern. Schmerz ist unmöglich, es gibt kein Gram. Und Leiden jeder Art ist nichts als ein Traum. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die zuerst nur gesagt, dann viele Male wiederholt wird, um als nächstes mit vielen Vorbehalten nur zum Teil als wahr akzeptiert zu werden. Dann aber wird sie immer ernstlicher erwogen und schließlich als die Wahrheit angenommen werden. Das ist ja auch so ein Prozess im Prinzip, den wir so durchmachen, ne? Dass man am Anfang vielleicht auch die Lektion als ein bisschen als wie Affirmation nutzt. Also mir hilft das jedenfalls auch manchmal, so bestimmte Lektionen auch wie eine Affirmation erstmal zu wiederholen, um als nächstes mit vielen Vorbehalten nur zum Teil als wahr akzeptiert zu werden. Dass es sich dann so im Geist verstetigt, dass man es dann immer mehr als die Wahrheit akzeptiert. Und es dann ernstlich erwogen wird und schließlich als die Wahrheit angenommen werden kann. Das ist echt total schön. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Ich kann beschließen. Da meine Entscheidung, ne, die Macht der Entscheidung ist mein. Ich kann beschließen, dass ich auf den Heiligen Geist höre oder ob ich aufs Ego hören will. Und heute möchte ich über diese Worte und über alle Vorbehalte hinausgehen. Und zur vollen Akzeptanz der Wahrheit in ihnen gelangen. Das finde ich auch immer so in diesem Prozess, dass man das erstmal akzeptiert, dass das sozusagen die Wahrheit ist, ne? Dass ich beschließen kann, dass alle verletzenden Gedanken zu verändern. Also dass ich kann beschließen, dass ich alle verletzenden Gedanken verändern kann. Das ist meine Entscheidung in meinem Geist. Vater, was du gegeben hast, kann nicht verletzen. So müssen Gram und Schmerz unmöglich sein. Lass mich heute nicht darin versagen, dir zu vertrauen und nur das Freudige als deine Gaben, nur das Freudige als die Wahrheit anzunehmen. Also alles, was wir nicht als Freude erfahren, ist sozusagen nicht die Wahrheit. Aller Gram und aller Schmerz, jedes Augen verdrehen oder jede Kleinigkeit, die irgendwie Unmut verursacht, ist nicht die Wahrheit. Nur das Freudige als die Wahrheit anzunehmen. Das war jetzt die Lektion von heute, 284. Und dann hatte ich jetzt vorne mal geguckt im Inhaltsverzeichnis vom Textbuch, in welchen Überschriften so Vergebung vorkommt. Und da gibt es im Prinzip drei Kapitel gleich hintereinander. Einmal die Vergebung der Illusionen, Kapitel 16. 17 ist dann die Vergebung und die heilige Beziehung. Und Kapitel 18 ist das, oh nee, das ist das Vergehen, ist gar nicht vergeben. Habe ich falsch gelesen. Also nur zwei. Und ich habe mir jetzt mal das Kapitel rausgesucht, beziehungsweise das Unterkapitel, die Welt, der vergeben ist. Also Vergebung ist für mich auch so
einfach ein ziemlicher Prozess, Würde jetzt sagst ein du vielleicht die stetiger Seite, Prozess geworden. Wolltest du was welche sagen, Annie? vergeben worden ist? Kannst du die Seite vielleicht Ach so, genau, das ist Seite 352, im Kapitel Lehrbuch? 17, die Vergebung und die heilige Beziehung. Und dann zweitens, Römisch 2, die Welt, der vergeben ist. 352, genau. Und genau, also Vergebung ist für mich immer mehr so ein täglicher, stündlicher, minütlicher Prozess geworden, je nachdem, was so auftaucht im Tagesverlauf, hat man ja immer irgendwelche Sachen, die Unbehagen verursachen, Unmut verursachen. Und wenn ich die Zeit habe, dann versuche ich es dann auch gleich sozusagen zu gucken, okay, was ist da jetzt für ein Glaubenssatz dahinter? Dass ich mich entweder, ja, dass ich zu perfekt sein will oder dass ich, was kommt denn noch gerade? Dass ich nicht gut genug bin, das sind so bei mir die hauptsächlichen Sachen, die dann meistens sind. Genau, die dann einfach immer wieder zu vergeben und dann wird es meistens auch erstmal leichter schon mal. Oder das erstmal überhaupt anzuerkennen. So dieser Prozess, dass bei mir erstmal dann da drin stehen zu bleiben und mir das dann auch erstmal zu erlauben, das nicht gleich sozusagen, bei mir ist das jetzt nicht so, dass ich es gleich abgebe, sondern erstmal gucke, okay, dass ich es mir erstmal angucke. Und dann, wenn ich es für mich dann auch akzeptiert habe, ne, man muss es ja erstmal, man kann ja auch erstmal nur was loslassen, was man vorher angefasst hat. Sonst kann man es ja nicht loslassen. Und das ist für mich erstmal das anzusehen, was ist da überhaupt für ein Schmerz, was ist das für ein Glaubenssatz und den dann transformieren zu lassen in die Wahrheit, in die Freude, wie wir gerade gelesen haben. Und wenn wir jetzt uns mal die Welt angucken, der vergeben ist, kannst du dir vorstellen, wie schön dir die, denen du vergibst, erscheinen werden? In keiner Fantasie hast du je etwas so Liebliches gesehen. Nichts, was du hier siehst, sei es im Schlaf oder im Wachen, ist auch nur annähernd von einem solchen Liebreiz. Und nichts wirst du wie dieses schätzen, noch wird es dir so lieb und teuer sein. Also die Welt, der vergeben ist, ist ja dann die wirkliche Welt. Und wie wir gerade auch bei der Lektion gelesen haben, dass dann nur Freude ist und nur Liebreiz. Nichts, an das du dich erinnerst und das dein Herz vor Freude jauchzen ließ, hat dir je auch nur einen kleinen Teil des Glücks gebracht, das dieser Anblick dir bringen wird. Denn du wirst den Sohn Gottes sehen. Du wirst die Schönheit schauen, auf die der Heilige Geist so gerne schaut und für die er dem Vater dankt. Er wurde erschaffen, um dies für dich zu sehen, bis du lerntest, es selbst zu sehen. Und seine ganze Lehre führt dazu, dass du es siehst und mit ihm dankst. Also der ganze Kurs sozusagen ist dafür da, um die wahre Welt irgendwann oder immer mehr Situationen zu erfahren, immer mehr heilige Augenblicke zu erleben, immer mehr Freude zu sehen, das Leid nicht mehr zu sehen, die Brüder in den Brüdern, den Sohn Gottes zu sehen, den Christus zu sehen. Irgendwo war auch mal so eine Übung, ich weiß nicht, ob das im Übungsbuch war, jeden sozusagen als Christ, jeden so zu sehen als, oder sich vorzustellen, dass jeder, dem man begegnet, Jesus ist. Also immer, wenn man jemanden anguckt, sagt, ja, das ist Jesus. Das ist für mich jetzt die Verkörperung von Jesus. Diese Lieblichkeit ist keine Fantasie. Sie ist die wirkliche Welt. Strahlend rein und neu und alles glitzert in der hellen Sonne. Nichts ist hier verborgen, denn allem ist vergeben worden. Und es gibt keine Fantasien, um die Wahrheit zu verbergen.
Also wenn ich jedem und allem vergeben habe, dann ist die wirkliche Welt aufgegangen und glitzert in der hellen Sonne. Nichts ist verborgen, denn allem ist vergeben worden. Das ist ja auch sozusagen, wenn ich nur einer Person oder irgendeinem kleinen Umstand nicht vergebe, dann ist die ganze Vergebung vorher umsonst sozusagen. Es gibt nur 100%. Es gibt so eine Telegram-Gruppe, wo von Kenneth Wapnick ganz viele Bücher gelesen wurden. Und da war jetzt auch letztens in dem einen Buch, dass eben doch 99,9999% nützt nichts. Es müssen 100% sein, sonst funktioniert das nicht. Die Brücke zwischen jener Welt und dieser ist so klein und leicht zu überqueren, dass du nicht glauben könntest, dass sie die Stätte der Begegnung so verschiedener Welten ist. Doch diese kleine Brücke ist das Stärkste, was diese Welt überhaupt berührt. Dieser kleine Schritt, so klein, dass er deiner Aufmerksamkeit entgangen ist, ist ein Riesenschritt durch die Zeit in die Ewigkeit hinein. Über alle Hässlichkeit hinaus in eine Schönheit, die dich bezaubern und deren Vollkommenheit nie aufhören wird, dich in Staunen zu versetzen. Es gibt nur eine ganz kleine Brücke zwischen unserer Welt und der wirklichen Welt, aber oft kommt es uns doch sehr groß vor. Meistens dann bei mir jedenfalls in so Situationen, die dann wirklich größeres Unbehagen hervorrufen und man dann überhaupt keine Brücke mehr sieht, sondern sich irgendwie ganz weit weg fühlt. Und dann ist es einfach immer schön zu wissen, okay, es gibt diese kleine Brücke. Es gibt die Brücke von unserer Welt in die wirkliche Welt. Und wir können sie in jedem Augenblick suchen, indem wir zum Beispiel, wie die Lektion heute sagt, alle verletzenden Gedanken kann ich. Genau, ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Dieser Schritt, der kleinste, der je getan ward, ist dennoch die größte aller Leistungen in Gottes Plan der Sühne. Alles andere wird gelernt, dieser aber wird gegeben, vollständig und gänzlich vollkommen. Keiner außer ihm, der die Erlösung geplant hat, kann ihn auf diese Weise vollständig machen. Du lernst, die wirkliche Welt in ihrem Liebreiz zu erreichen. Die Fantasien sind alle aufgehoben und nichts und niemand bleibt noch durch sie gebunden. Und durch deine eigene Vergebung bist du frei zu sehen. Doch was du siehst, ist nur, was du gemacht hast, mit dem Segen deiner Vergebung drauf. Mit diesem letzten Segen des Gottessohnes auf sich selbst hat die wirkliche Wahrnehmung, geboren aus der neuen Betrachtungsweise, die er gelernt hat, ihren Zweck erfüllt. Ich lerne, die wirkliche Welt in ihrem Liebreiz zu erreichen. Alle Fantasien sind aufgehoben. Alle Fantasien, das ist für mich alles, was ich irgendwie denke, was ich brauche hier in der Welt. Ne? Was man so die meisten Bereiche sind ja entweder Finanzen oder Beziehungen oder Gesundheit. Was gibt es noch? So, ne? Beruf. Hängt meistens ja mit Finanzen zusammen. Dass ich irgendwelche Fantasien habe, dass ich irgendwas brauche, um glücklich zu sein. Und die immer weiter aufzugeben, die Fantasien sind alle aufgehoben und nichts und niemand bleibt noch durch sie gebunden. Also auch diese, die Bindung aufzugeben, dass ich irgendwas brauche, um glücklich zu sein, kann ich komplett aufgeben. Doch das, was du siehst, ist nur, was du gemacht hast, mit dem Segen deiner Vergebung drauf. Das ist ja auch diese, die Idee der Projektion, alles, was ich draußen sehe, ist sozusagen mein Geisteszustand. Und wenn ich da Liebe sehe, ist die Liebe in meinem Geist. Und wenn ich da draußen Angst sehe, ist die Angst in meinem Geist. Und wenn ich Ärger, Groll,
sehe, dann ist das, was in meinem Geist ist. Und ich kann es nur in meinem Geist aufheben. Und das erstmal sich so einzugestehen, dass die Welt, die ich da draußen sehe, dass ich die gemacht habe, das ist auch immer für mich so ein erster Schritt, der dann auch so ein bisschen auch nochmal Erleichterung findet, dass ich dann auch nicht abhängig bin von der Welt, ne? Dass ich von der Welt, die ich draußen sehe, nicht abhängig bin, weil ich sie gemacht habe in meinem Geist und das sozusagen dann auch ändern kann in meinem Geist, um eine andere Welt zu sehen, um die wirkliche Welt zu sehen, um die wirkliche Welt in ihrem Liebreiz zu erreichen. Die Sterne werden im Licht vergehen und die Sonne, die der Welt die Schönheit öffnete, wird schwinden. Die Wahrnehmung wird keine Bedeutung mehr haben, wenn sie vervollkommnet worden ist. Denn alles, was zum Lernen verwendet wurde, wird keine Funktion mehr haben. Also die Welt, in der wir hier leben, hat sozusagen nur die Funktion, damit wir vergeben können. Und alles, was wir mit unseren Augen sehen, ist ja sozusagen die Wahrnehmung. Und die wird keine Bedeutung haben. Also alles, was wir hier sehen, die ganzen schönen Sonnenuntergänge oder Natur oder was auch immer wir als schön betrachten und natürlich auch das, was wir als hässlich betrachten, wird keine Bedeutung mehr haben. Weil an der Dualität, die sich dann auflöst und eins geworden ist. Nichts wird sich je verändern. Weder Wechsel noch Schattierungen, weder Unterschiede noch Variationen, die die Wahrnehmung möglich machten, werden dann noch auftreten. Die Wahrnehmung der wirklichen Welt wird von so kurzer Dauer sein, dass du kaum Zeit haben wirst, Gott dafür zu danken. Denn Gott wird den letzten Schritt rasch tun, wenn du die wirkliche Welt erreicht hast und für ihn bereit gemacht worden bist. Also wir können uns mit unserer Vergebung, können wir uns darauf vorbereiten. Und den letzten Schritt wird aber Gott machen, um in die wirkliche Welt einzutreten. Die wirkliche Welt wird einfach durch die vollständige Vergebung der Alten erlangt. Jener Welt, die du ohne Vergebung siehst. Der große Wandler der Wahrnehmung wird mit dir die sorgfältige Erforschung des Geistes unternehmen, der diese Welt gemacht hat und dir die scheinbaren Beweggründe aufdecken, um deren Willen du sie gemacht hast. Im Lichte der wirklichen Vernunft, die er dir bringt, wenn du ihm nachfolgst, wird er dir zeigen, dass es hier überhaupt keine Vernunft gibt. Jeder Punkt, der seine Vernunft berührt, wird in Schönheit lebendig. Und das, was im Dunkel deiner mangelhaften Vernunft hässlich erschien, wird plötzlich zur Lieblichkeit befreit. Nicht einmal das, was der Gottessohn im Wahnsinn gemacht hat, kann ohne einen verborgenen Funken Schönheit, den die Sanftmut, Schönheit sein, den die Sanftmut freisetzen kann. Ist ja auch jede Situation, die man erlebt sozusagen, kann vom Heiligen Geist übersetzt werden in was Gutes sozusagen. Außerdem ist ja sowieso alles, was passiert, zu meinem Besten und ich weiß nie, wozu irgendetwas dient. Ich kann mir dann immer nur hinterher zeigen lassen, vielleicht, wofür es gedient hat. Also ich weiß es manchmal auch nicht, wozu manche Situationen gut sind, aber einfach dieses Wissen, diese Gewissheit immer tiefer zu haben, dass es für irgendwas gut ist, das erleichtert dann einfach auch wieder in die Frieden und in die Freude zu kommen. Diese ganze Schönheit wird erstehen, um deine Sicht zu segnen, während du die Welt mit Augen der Vergebung ansiehst. Denn die Vergebung verwandelt die Schau buchstäblich und lässt dich die wirkliche Welt sehen, die still und sanft über das Chaos hinwegreicht und alle Illusionen, die deine Wahrnehmung verdreht und auf die Vergangenheit fixiert hatten, beseitigt. Das kleinste Blatt wird zu einem Wunderding und ein Grashalm wird ein Zeichen von Gottes Vollkommenheit. Alle Illusionen, die deine Wahrnehmung verdreht und auf die Vergangenheit fixiert ist. So alles, was wir mit dem Ego betrachten oder was wir überhaupt uns angucken, entscheiden, ist halt oft
einfach von der Vergangenheit durchtränkt, beziehungsweise beruht auf der Vergangenheit. Wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffe, ob irgendwas gut ist oder schlecht ist, kann ich ja, ziehe ich die Vergangenheit zu Rate und entscheide meistens auf den, auf der Vergangenheit, auf den vergangenen Erfahrungen. Und das dann zu üben, mit dem, Heiligen Geist sozusagen zu entscheiden, ohne die Vergangenheit zu Rate zu ziehen, sondern immer wieder jeden Augenblick einfach neu sein zu lassen und sich dann auch einfach überraschen zu lassen, was so kommt. Und das ist, ja, immer wieder Abenteuerurlaub sozusagen, sich darauf einzulassen, dass einfach auch alles neu sein darf, dass ich mich nicht auf die Vergangenheit beziehen muss, dass ich nicht an die Glaubenssätze glauben muss, die ich von irgendwoher erfahren habe, von Eltern, Lehrern, was auch immer für Umstände dazu geführt haben, die man, die Glaubenssätze, die man sozusagen verinnerlicht hat, dass ich die da einfach nicht mehr glauben, das einfach nicht mehr glauben muss. Das mir sozusagen zu erlauben, dass ich das einfach alles neu betrachten darf, dass ich alles mit dem Heiligen Geist betrachten darf, dass ich ja, mir ja, neue, dass ich einfach auch neue Erfahrungen machen darf, dass das, was ich geglaubt habe, nicht die Wahrheit ist, dass es noch was anderes gibt, dass es die Freude gibt, die Freude Gottes, die Leichtigkeit Gottes. Und dass jeder die erfahren kann. In jeder Situation. Von der Welt, der vergeben ist, wird der Sohn Gottes leicht in sein Zuhause emporgehoben. Und dort erkennt er, dass er immer in Frieden dort geruht hat. Sogar die Erlösung wird ein Traum werden und aus seinem Geiste verschwinden. Denn die Erlösung ist das Ende der Träume und wird mit dem Abschluss des Traumes keine Bedeutung mehr haben. Wer, der wach im Himmel ist, könnte träumen, dass je ein Bedürfnis nach Erlösung bestehen könnte. Also die ganzen Begriffe im Prinzip mit Traum und Erlösung und Vergebung finden sozusagen nur hier in der Dualität statt. Im Himmel, im Einssein sind die dann alle nicht. Es ist einfach nur diese Ego-Welt, die wir hier gemacht haben. Nur da hat es alles eine Bedeutung, beziehungsweise wir geben dem die Bedeutung, was es hat. Wie sehr willst du die Erlösung? Sie wird dir die wirkliche Welt geben, die vor Bereitschaft bebt, dir gegeben zu werden. Des Heiligen Geistes Eifer, sie dir zu geben, ist so groß, dass er nicht warten möchte, wenngleich er geduldig wartet. Begegne seiner Geduld mit deiner Ungeduld über die Verzögerung deiner Begegnung mit ihm. Geh freudig hin, deinem Erlöser zu begegnen. Und geh mit ihm vertrauensvoll aus dieser Welt hinaus und in die wirkliche Welt der Schönheit und Vergebung hinein. Dass auch so dieser Prozess dann einfach immer stärker ins Vertrauen zu gehen, auch in Situationen, die vielleicht dann nicht so angenehm sind, zu wissen, okay, das ist für irgendwas, ist es jetzt gut, es muss ja noch nicht mal für mich gut sein, sondern es kann ja auch einfach irgendeine Situation sein, die für jemanden anders gerade hilfreich ist. Für irgendjemanden wird die Situation, die gerade da ist, hilfreich sein. Und da einfach immer tiefer ins Vertrauen zu gehen, immer tiefer dem Heiligen Geist zu vertrauen, auf die Stimme zu vertrauen, auf die Korrektur zu vertrauen, das ist einfach ein ja, total schöner Weg. Möchte jemand vielleicht was zum Thema Vergebung irgendwie sagen oder jetzt zu dem Kapitel oder zu dem Abschnitt?
Also, soll ich das sagen? Ja? Also, was mir durch den Kopf ging, war diese Beschreibung hier ist ja wunderschön und irgendwie sehr verheißungsvoll auch, dass sobald man es erstmal erreicht hat, in seinem Geist das sozusagen wahrzumachen, dass man die Welt dann tatsächlich anders wahrnimmt. Und dann musste ich an eine Aussage denken, die ich kürzlich von jemandem gehört hatte, der auch Lectures gibt und der als erwacht gilt oder auch ist. Und der sagte, ja, wie ist das denn? Der antwortete so auf Fragen, ne? Und sagte, ja, wie ist das denn, wenn man so erwacht ist? Und dann sagte er, was ihm als erstes auffiel, war, dass die Welt mehr leuchtet. Wenn das Ego wegfällt, und das bedeutet ja zu erwachen, wenn das Ego wegfällt, dann ist der Blick irgendwie offener und man nimmt stärker Licht wahr, als es vorher gewesen ist. Und die Welt funkelt irgendwie mehr. Und das stimmt in gewisser Weise überein mit dem, was wir hier auch gerade in dem Kapitel lesen konnten, was da so unterschwellig mit schwingt, wie ich fand. Das Zweite war, die Frau von der geschrieben hat, das Ende des Universums oder das Vergehen des Universums, Renard, Der rührende Nasenmann. genau, und jetzt dessen Frau, die hat ja auch einiges zur Vergebung geschrieben. Und die beschreibt das auch so schön. So, die Frage ist immer, was macht man denn dann eigentlich? Oder wie macht man es denn eigentlich? Ne? Also, man kann ja sagen, über Vergebung lange reden. Aber letzten Endes ist es ja ein aktiver Akt, so wie du das auch gesagt hattest, ein Beschluss in meinem Geist. Und die beschreibt das so, dass sie sagt, okay, dir widerfährt etwas, was dir unangenehm ist, wo dir jemand auf die Füße tritt und so weiter. Und dann nimmst du dieses Gefühl und legst es auf den inneren Altar und lädst Jesus oder den Heiligen Geist ein, mit dir zusammen da drauf zu gucken. Genau. Und dann löst es sich irgendwie auf. Also in dieser inneren Verfassung, dass man mit dem Heiligen Geist an meiner Seite da drauf schaut, dann wird es anscheinend weniger. Genau, so, wo war das auch bei diesem in Kenneth Wapnick? Der hat das auch so beschrieben. Ah. Das ist auch das, was ich vorhin so meinte, dass man es erstmal anschaut mit dem Heiligen Geist und es Aha. sich dadurch sozusagen auflöst. Genau. Genau. Und du hattest das so kommentiert eben, als wenn du sagst, und dann geht man das sozusagen Schritt für Schritt und dadurch verwandelt sich die Welt dann in meinem Geist, weil ich dann ja auf eine Welt gucke, der vergeben wurde und dann sehe ich diese Angst und diese Dunkelheit weniger oder ich sehe sie mit der Zeit dann gar nicht mehr. Und dann wird sie so, wie sie hier beschrieben wurde, wie du das vorhin vorgelesen hast. Und halt in immer mehr Momenten einfach, denke ich so, ne? Das ist das bei mir jedenfalls. Aha. Dass sich dann manche Situationen einfach wandeln, wo ich halt früher irgendwie Groll hatte, dass der dann auf einmal, oh, habe ich gar nicht mehr, obwohl es dieselbe Situation ist. Aha. Also, dass man feststellt bei sich selbst, dass das irgendwie weniger geworden ist. Ja. So Situationen, wo man so in Rage innerlich gerät. Aha. Dass man einfach in immer mehr Situationen einfach friedlich bleibt, ne? Wo man vielleicht Ja. früher eben nicht friedlich war. Was ja auch viele, viele sagen, dass die sagen, ja, da hätte ich sonst irgendwie sonst was gemacht und jetzt Ja. stört mich das überhaupt nicht mehr. Und jetzt kann ich da halt liebend einfach drauf gucken, sogar auf die Ja, mit der Situation. Liebe, das finde ich, ist immer noch mal so eine besondere Schwierigkeit, würde ich sagen, ne? Also manchmal finde ich es nicht schwierig zu sagen, ich bin du und du bist ich und wir sind verbunden. Aber ich weiß nicht, ob das schon man als Liebe bezeichnen würde. Also da habe ich irgendwie diesen Zugang nicht so direkt, scheint mir. Aber wenn du es erfahren hast, bist du sozusagen ja eine Zeugin. Okay, so wie jeder von uns. Ja, genau. Je nachdem, wahrscheinlich wie lange man das jetzt schon praktiziert. Ne? Ja, ich glaube, das ist sogar, darauf kommt es gar nicht so an, ne, wie lange. Vielleicht Weil so ein es keine bisschen Zeit gibt. auf die Intensität oder auf die Bereitschaft, Bereitwilligkeit, ne? Aha. Also es geht ja jetzt auch immer schneller und es ist ja auch so, dass sozusagen
Wenn jetzt gerade auch, wenn jetzt irgendwie so Seminare oder irgendwas sind, ne, wenn jetzt einer irgendeinen Prozess macht, das macht er ja gleichzeitig für alle mit. Also, dass es für alle immer leichter wird. Deshalb denke ich mal, geht das jetzt auch immer schneller, dass immer mehr Menschen da auch einfach in die Prozesse kommen und einmal immer liebender werden, sage ich mal. Ne? Oh ja. Ne? Hier stand das ja auch, ne? Sie ist die wirkliche Welt strahlend rein und alles glitzert in der hellen Sonne. Toll. Ja. Möchte jemand irgendwie noch mal teilen, wie er so Vergebung praktiziert? Also bei mir ist das halt so, dass ich mir dann eben wirklich, wenn da eben ich da draußen irgendjemanden sehe, der irgendwie was macht, was mir nicht passt, dann ist das ja mein Geisteszustand. Und dann gucke ich halt, okay, was ist das, was da gerade für eine Eigenschaft, die mir nicht gefällt, hat ihm. Ne, entweder kontrollieren zum Beispiel, und dass ich dann halt in meinen Geist gehe und sage, okay, ich vergebe mir meinen kontrollierenden Geist, ich vergebe mir, dass ich meine Kontrolle nicht abgebe. Und bitte dann einfach um Wahrnehmungsänderungen, ein Wunder oder ein Geisteswandel. Wunder ist ja auch nur ein Wandel im Geist sozusagen, sodass ich dann darum bitte, dass sich mein Geist wandelt, dass ich die Kontrolle abgebe. Und dass es dann im Prinzip so ist, wenn ich die Kontrolle dann, also erst auf den inneren Altar dann halt lege, ne, so wie du das vorhin auch so schön beschrieben hast, und das mit dem Heiligen Geist angucke. Und ihm das dann gebe oder er es auflöst oder wie auch immer man das bezeichnen will. Worte sind ja auch nur, ne, der eine kann damit besser was anfangen und der andere kann damit besser was anfangen. Aber dass ich dann zum Beispiel die Kontrolle halt dem Heiligen Geist gebe und er dann mein Kontrollbedürfnis halt nutzt, um irgendwas anderes Hilfreiches zu machen. Ne? So. Das ist dann auch immer ganz gut. Also, dass man jetzt nicht sagt, ja, ich darf jetzt gar keine Kontrolle mehr haben, ne? Das wäre dann ja auch wieder. Dann würde man die Kontrolle so erstmal behalten im Ego, aber dass man dann mit dem Heiligen Geist kontrolliert irgendwelche Arbeitssachen oder so zum Beispiel, ne, wo Kontrolle hilfreich ist, wo Kontrolle für alle hilfreich ist. Das war auch nochmal so schön in diesem Buch von Kenneth Wapnick, dass halt man erkennt, dass man nicht im Ego ist, wenn man wirklich Sachen tut, die wirklich für alle gut sind, ne, ohne Ausnahme. Dorothea? Ja, mir ging das im Laufe des Tages so, dass ich mit einem Mal voll enttäuscht war von meinem Sohn, den ich angesprochen habe, ob er mir in dem und dem Bereich helfen, gerne helfen würde. Und dann habe ich so gewusst, dass es nicht interessiert und ich war so enttäuscht, ich war so traurig, ich war so wütend, ich habe es alles durchgefühlt. Ich habe das auch akzeptiert, dass ich das so fühle und dass ich das so gerade durchmache. Und es kamen dann einfach andere Szenarien vor meine Augen und dann habe ich wieder anders denken können und dann habe ich auch angefangen, die Lektion anzuschauen. Also vielleicht mal anders als an anderen Tagen, wo ich sie morgens gleich sofort parat habe. Aber das war halt heute anders und dann habe ich sie in der stündlichen Gruppe laut vorlesen dürfen. Und weil ich sie mir vorlesen, ich habe es ganz bewusst zu mir ins Bewusstsein gerufen, was heute gesagt wird, was heute leitet. Und es hat mich geleitet. Und von Stunde zu Stunde hat es mich weitergeleitet. Also wirklich so, dass die Vergangenheit einfach aufgelöst war. Und das heute Morgen ist ja dann Vergangenheit gewesen wieder. Ja. Okay. Ist auch interessant.
Das mit der Zeit ist ja das Interessante, dass es nur diesen einen Augenblick jetzt Zeit gibt und wir uns ausdehnen, weil wir das Licht sind. Wir sind geboren aus dem Licht und nehmen uns an den Händen, also nehmen uns an den Bruder an der Hand, nehmen dich Bruder an der Hand und geh mit dir nach Hause zum Vater. Ja, so geht's mir damit. Na genau, wir müssen einfach auch nicht auf die Vergangenheit zu hören, ne? Beziehungsweise können in jedem Moment neu entscheiden, wie wir denken. Wenn es sich dann so ein bisschen gelegt hat, ne, der Frust über die Kinder, das kenne ich auch. Und können wir ja. Und wir sind ja entschlossen. Die hören nicht auf. Solange, bis wir alles vergeben haben, was damit zusammenhängt. Es kommt halt immer wieder, ne? Es kommt immer Immer wieder. wieder auf Und den dann Tisch. denke ich Ja. wieder, warum ist das jetzt heute wieder so ein Elend? Dabei ist es ja nicht wahr. Und bis ich dann an dem Punkt bin, dass ich es wieder überwunden habe und wieder sehen kann, weil ich mich einfach trainiere. Ich trainiere meinen Geist. Genau, Geistestraining, ne? Ja, und das ist auch so die einzige Funktion, ne? Das ist, glaube ich, auch immer eine Lektion. Vergebung ist meine einzige Die Funktion. Welt. Immer wieder in jedem Moment und sich halt einfach auch nicht verurteilen, ne? Sich nicht zu verurteilen, dass es schon wieder da ist, schon wieder dieselbe Situation, ich mich schon wieder ärgere, sondern das einfach sagen, okay, es ist jetzt so, ich schaue es mir wieder an, ich lasse es mir wieder anders deuten und irgendwann wird es leichter werden. Dann kommen wieder andere Situationen, aber wir sind halt, ja, dauert noch ein bisschen wahrscheinlich, Sind bis wir. halt Liebe. Möchtest du die Lektion noch mal lesen, Dorothea? Ich ja, immer. Warte, zwei Grad bei der Vergebung. Hier. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Verlust ist nicht Verlust, wenn er richtig wahrgenommen wird. Schmerz ist unmöglich. Damit hadere ich zurzeit, weil meine Ferse wehtut und wie, das geht doch gar nicht, dass es unmöglich ist, wenn es doch schmerzt. Aber wenn ich in der Ruhe bleibe und echt in die Ruhe geht, dann ist auch der Schmerz gegangen. Als Schmerz ist unmöglich. Punkt. Steht da. Es gibt keinen Gram mit irgendeiner Ursache. Und das hattest du vorhin so mit Bestimmtheit gesagt. Da ich mir da auch überlegt, es gibt keinen Gram mit irgendeiner Ursache. Okay. Und Leiden jeder Art ist nichts als ein Traum. Das ist die Wahrheit, die zuerst nur gesagt, dann viele Male wiederholt wird, um als nächstes mit vielen Vorbehalten nur zum Teil als wahr akzeptiert zu werden. Dann aber wird sie immer ernstlicher, erwogen und schließlich als die Wahrheit angenommen werden. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Und heute möchte ich über diese Worte und über alle Vorbehalte hinausgehen und zur vollen Akzeptanz der Wahrheit in ihnen gelangen. Punkt. Danke, Vater, was du gegeben hast, kann nicht verletzen. So müssen Gram und Schmerz unmöglich sein. Lass mich heute nicht darin versagen, dir zu vertrauen und nur das Freudige als deine Gaben, nur das Freudige als die Wahrheit anzunehmen. Mir kommt dann auch mal wieder der Satz, alles, was veränderlich ist, ist nicht die Wahrheit.
Und die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, dass Angst vergeht, dass das Unwohlsein vergeht, dass es irgendwann wieder gut ist. Also kann es nicht die Wahrheit Stimmt so, ja. was ich entscheiden kann. Oder Beziehungen. Die halten, dann sind sie nicht in der Wahrheit geblieben oder sind in der Wahrheit. Also die heilige Beziehung wird immer bei mir sein. Ich kann in jede Beziehung kann ich Heiligkeit einladen, um es in eine heilige Beziehung wandeln zu lassen. Stimmt. Danke. Ja, genau. Das ist die richtige Antwort, weil das andere wäre ja dann auch wieder Groll, den ich hege, den ich hegen würde und das Licht, um nicht Licht zu sein. Um nicht das Licht zu sein in der Beziehung. Und den anderen im Licht zu sehen oder den anderen zu wissen, dass der auch Ja, Licht ist. ja. Und dass er nur das macht, was ich will. Damit ich wieder vergeben kann, um meine Lektion zu lernen. Das Okay, Klassenzimmer hier. danke. Ja, gibt keine Trennung. Trennung ist illusionär. Sind illusionäre Gedanken. Keine privaten Gedanken. Möchte noch jemand seine Vergebungspraxis teilen? Ja, also ich könnte was sagen dazu. Wobei ich gar nicht weiß, was ich eigentlich getan habe. Es war so wie üblich, es wäre eine Diskussion geworden, Argument und Gegenargument und das Übliche halt. Und plötzlich war da so ein Gedanke, dass ja eigentlich wir beide dasselbe wollen, im Grunde. Und dieser kleine Gedanke irgendwie hat er uns beide berührt und plötzlich war da das Feuer draußen und es ist etwas Größeres entstanden, das einfach berührt hat und ja, und irgendwie eine andere Wahrnehmung war da. Und es war nicht so, dass ich irgendwas hätte machen wollen oder der andere auch nicht. Es war einfach so ein kurzer, kleiner Impuls, der uns hat sehen lassen, dass wir im Grunde ja eigentlich gar keine Unterschiede haben. Wahrscheinlich war das so ein kleiner, heller Augenblick, ja. Das war dann bestimmt auch lustig, oder? So, als das so zu erfahren, zu wissen, wir wollen eigentlich ja, wollen wir dasselbe, was machen wir hier überhaupt, ne? Oder? Ja, es war schon ein wenig komisch dann. Wir sind dann ein bisschen so, ein bisschen, man wusste zuerst gar nicht so was sagen, aber dann mussten wir schmunzeln, auf jeden Fall. Ja. Die Welt wird im Lachen enden. Im Ja. Schmunzeln. Ja, schön. Schönes Beispiel.
Dann würde ich jetzt einfach noch ein bisschen Musik spielen. Außer es will noch irgendjemand was sagen.